Zack, los geht's. Hallo, herzlich willkommen zur ersten Minecraft-Folge von Minenarbeit.de. Ich zeige jetzt hier erstmal so ein paar Grundlagen. Das ist ja eigentlich so üblich, wenn man so eine neue Serie anfängt, dass man erstmal solche für Einsteiger so ein paar Sachen demonstriert. Dafür öffne ich jetzt einfach erstmal eine ganz neue Welt und hoffe mal auch irgendwie, dass die sehr schön aussieht. Wer Näheres zu dem Spiel wissen will, der kann auch einfach mal hops, jetzt stehen wir im Baum, der kann einfach auf minenarbeit.de mal gucken, da schreibe ich so ein paar Sachen auf zu den Grundlagen, mit denen ich mich jetzt hier in dem Video gar nicht so befassen möchte. Ich möchte hier lieber erstmal so ein bisschen zeigen, wie es denn im Spiel aussieht und wie man vor allem auch den ersten Tag oder besser gesagt die erste Nacht übersteht. Jetzt gucken wir erstmal da oben, ja. Ein Schweinchen haben wir auch hier in der Nähe, wunderschön. Und da oben geht auch die Sonne schon gerade auf, was bedeutet, wir haben den ganzen Tag Zeit, uns vorzubereiten auf die dunkle Nacht. Denn wie jeder weiß, der ja schon mal in den Keller gegangen ist, da im Dunkeln, da gibt es Gespenster. Ja? Also hier in Minecraft zum Beispiel Zombies, Riesenspinnen, Skelettbogenschützen und auch Sprengwürmer, wie ich sie nenne. Eigentlich heißen sie Creeper. Ja, das sind wirklich solche lebensmüden Viecher, die sich anschleichen und dann einfach explodieren und alles mit sich ins Verderben reißen, was da gerade so im Umfeld rumsteht. Gut, damit uns das nicht passiert, müssen wir uns vorbereiten, dass wir diese Nacht eben überstehen. Ich schaue mich hier noch so ein bisschen um. Hier haben wir so, auch so, irgendwie so einen Höhleneingang, scheint das zu sein. Ja, gut. Ich laufe mal zurück. Ich habe, glaube ich, auch eine Idee, wo ich diesen ersten Unterschlupf mal bauen könnte. Und beim Stichwort bauen, da sind wir schon beim wesentlichen Charakterzug von Minecraft. Es wird einfach, es geht darum, einfach zu bauen, Ressourcen zu sammeln, alles mitzunehmen, zu jagen und zu bauen und die Gegend zu erkundigen. Also es ist, das Spiel ist einfach im Grunde nie langweilig. Man hat immer irgendwas zu tun. Hier finde ich gerade wirklich eine gute Stelle für meine erste Hütte. Ja, und viele Leute machen sich das halt am ersten Tag noch zu schwierig und wollen sich da so irgendwie so eine Hütte bauen außen. Und ja, dafür muss man natürlich erstmal so Lehm abbauen. Das ist so das Einzige, was man so am Anfang noch abbauen kann, ohne Werkzeuge, abgesehen von Holz. Ja, das heißt jetzt hier, man müsste sich jetzt hier so richtig durch die Erde graben, um sein Inventar mit solchen Erdblöcken zu füllen. Die kann man dann hinterher wieder aufeinander schichten und sich halt eine Schutzhütte bauen. Das ist natürlich in einem flachen Land ist das alles okay, aber hier haben wir das Glück, von Hügeln umgeben zu sein. Und ich mache es einfach immer so, dass ich mich dann in so einen Hügel einbuddel. Das geht nämlich unglaublich schnell und man hat eigentlich dann die Sicherheit auch auf seiner Seite. Gerade in der heutigen Zeit ist das ja mit der Sicherheit immer so ein richtiges Thema. Das ist ja total wichtig. So, jetzt buddel ich hier noch so ein bisschen. Ich sag mal, ich weiß zwar jetzt gerade gar nicht warum, weil ich ja gerade erklärt habe, dass ich was ganz anderes vorhab. Aber vielleicht ist das gar nicht schlecht, dass man hier jetzt direkt auch mal so ein bisschen sieht, womit man sich in Minecraft sehr häufig beschäftigt. So langweilig das jetzt vielleicht auch gerade aussieht, dass sich jetzt hier so einer irgendwie so sinnlos durch die Gegend fräst. So interessant ist das, wenn man das letztendlich dann selber mal spielt. Und so, jetzt hier noch so ein bisschen um die Ecke. Ich sag mal, ich mache jetzt noch hier diesen 64er Stack voll. Ne? Also es passen immer 64 Teile in so einen Slot im Inventar. Mal kurzer Blick zur Sonne eben. Zeigt mir, dass wir noch eine Menge Zeit haben, so dass ich jetzt, wie gerade erwähnt, auch nochmal eben zu dem Baum hier gehe und ihn fälle. Holz ist ein wertvolles Material, das ist ganz klar. Also daraus können wir die ersten Werkzeuge herstellen, mit denen wir dann wieder etwas höherwertige Materialien, wie zum Beispiel Stein, abbauen können. Zack. So. Das reicht noch nicht. Ja, die Bäume werfen auch immer solche kleinen Setzlinge ab. Die kann man wieder einpflanzen, daraus wachsen neue Bäume. Also das hängt alles, das ist dann, wer schon mal zum Beispiel sowas wie Siedler gespielt hat oder so, der kennt sich da aus mit diesen ganzen Herstellungsketten und
Ja, das ist. Hier, das ist so eine Brücke zum Beispiel. Das ist jetzt. Sieht optisch etwas anders aus, hat aber den gleichen Wert. Das Holz, das wird in einem anderen Slot gelagert. Man kann es natürlich auch nochmal verwenden, um wie ein Haus daraus zu bauen, was dann so ein bisschen nach Birke aussieht, sofern man das Holz nicht weiterverarbeitet zu Brettern. Was wir jetzt aber allerdings gleich tun werden. So, noch die Setzlinge aufgesammelt. Irgendwo ist da auch noch so ein da oben. Da komme ich jetzt ran. Komm her. Jawohl. Ah. Hier, alles noch aufgesammelt. Wunderschön. Jetzt renne ich mal eben da vorne zurück an die Stelle, wo ich doch meine erste Schutzhütte bauen möchte. So, und jetzt kann ich aus diesen Holzstämmen, ja, Bretter herstellen. Und die dann auch wieder an diesem Crafting-Menü da oben. Also entweder ins Inventar legen oder hier im Crafting-Menü anordnen. Und jetzt zum Beispiel mit dieser Weise hier habe ich jetzt so eine Werkbank gebaut. Die nehme ich mir jetzt mal mit. Setze ich mir unten rein und dann kann ich die jetzt hier vorne hinstellen. Na, wohin denn? An die Ecke. Und hier habe ich jetzt in der Werkbank gleich 9 Felder frei, um hier meine Materialien anzuordnen und die verschiedensten Dinge daraus herzustellen. Erstmal mache ich mir Stöcke. Aus den Stöcken dann wieder. Ja, so geht das hier. Aus den Stöcken dann zum Beispiel hacken. Da mache ich direkt zwei, weil Holzhacken nun, wie sich jeder vorstellen kann, nicht gerade sehr haltbar sind. So. Denn das ist natürlich auch klar, dass sich hier in Minecraft die Dinge auch abnutzen. Also Werkzeuge und Waffen. Alles im Prinzip, das lässt sich verbrauchen oder es wird natürlicherweise abgenutzt. So, alles ins Inventar. Jetzt schaue ich, wo ist denn überhaupt. Oh ja, der ist jetzt, die Sonne hat jetzt schon den Zenit überschritten. Das bedeutet, so langsam müssen wir uns darauf einstellen, dass es Abend wird. Ah, da liegt sogar noch ein Block im Wasser. Ich wollte eh gerade noch ein Bad nehmen. Man kann schwimmen und tauchen in Minecraft, gar kein Problem. Da verschwinden dann nur leider unsere Luftbläschen unten und. Wenn die weg sind, verletze ich mich natürlich. Auch meine Lebensherzchen verschwinden dann rasend schnell sozusagen. Das möchte ich natürlich vermeiden, wie auch im wahren Leben, dass ich hier verletzt werde oder sogar sterbe. Das ist sehr ärgerlich in Minecraft, wenn man hier durch einen Monsterangriff oder durch einen Unfall drauf geht, verschwindet praktisch das ganze Inventar. Oh, da ist sogar noch ein Kohle hier. Das ist ja wunderbar. Da habe ich ein Glück. Das können wir gleich gut gebrauchen. Das ganze Inventar ist dann weg. Und wir müssen uns das wieder aufsammeln gehen. Wir spawnen dann wieder an unserem ursprünglichen Spawnpoint. Und das kann natürlich unter Umständen auch mal etwas weiter entfernt sein. Wenn wir Pech haben, sind die Sachen aus dem Inventar dann inzwischen verschwunden, wenn wir dann da an unserer Sterbestelle wieder ankommen. Wie dem auch sei. Hier werde ich jetzt erstmal die Höhle etwas ausbauen. Beziehungsweise unsere ja, Schutzhütte. Da ist noch ein bisschen Erde, da werde ich jetzt nicht mit der Hacke reinhauen, weil die Hacke sich dann natürlich noch mehr verbraucht, da sie nicht dafür gemacht ist, Erde zu hacken, sondern die kann nur mit Stein umgehen. So. Wunderbar, dass ich Kohle gefunden habe. Aus dieser Kohle baue ich mir mal eben ein paar Fackeln. Denn wo Licht, da Zivilisation. So. Jetzt kann die Nacht auch gleich kommen. Ja, die Werkbank, die nehme ich jetzt auch erstmal wieder mit. Ist ja schön, man kann viele Sachen kann man wieder zerhacken und die werden dann dadurch nicht zerstört, die kann man wieder einsammeln. Alles andere wäre auch so ein bisschen zu arg. So, und wo stelle ich denn die Werkbank hin? Vielleicht in diese Ecke? Nö, da. Alles klar. Gut, ich mache jetzt hier mal so einen kleinen Cut für die nächste Folge. Da sehen wir uns dann hoffentlich wieder. Also bis dann.